Und was unserer Show sehr gut stehen wird, ist unser nächster Gast. Ja. Ja. Er ist ein begnadeter Schauspieler und ein geborener Entertainer. Also, er hat im Oscar-gekrönten Film Im Westen nichts Neues mitgespielt, hat eine eigene Late-Night-Show, ist ab 2025 Tatort-Kommissar und als bisherige Krönung seiner Karriere ist er heute hier bei uns. Herzlich willkommen, Edin Hasanovic! Schön, dass du hier bist. Betrittst du Räume immer so? Immer so. Ach, das ist toll. Das Geile ist, wenn man mit so einer Band reinkommt, denken alle, dass ich das auch alles kann, einfach nur, weil ich so mitgelaufen bin. Weil du Schauspieler bist. Ja. Und Schauspieler können alles. Wir sind voll integriert, Marok. Du und ich? Ja, Mann, einfach. Scheiße. Die Mucke läuft und wir sind voll drin, so. Aber wir tanzen unseren Dance. Wir tanzen ja nicht so wie die, sondern wir tanzen ja unseren... Also, was heißt denn wie die? Na, warte, ich zeig dir mal eine deutsche Choreografie. Mach mal kurz so. Ja. 40 Jahre die Flippers, bam, bam. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Orientalisch ist bei euch auch, oder? Ja. Ist ja Bosnier. Ja. Bei uns geht's ein bisschen mehr so. Stimmt, gell? Im Balkan ist immer so. Ja. Wir so ein bisschen twerken, oder was? Ja, auch das twerken. Ja, ja, ja. Das in meiner Welt. So sieht bosnisches Twerken aus. Ja. Edin, aber jetzt mal ganz ehrlich, Tatort Morok? Ja. Das ist ja schon... Tatort. Creme de la Creme, oder? Ja, das ist irgendwie für die Deutschen, also hier in Deutschland ist das schon ganz schön krass. Du bist Tatort in Frankfurt. In Frankfurt, oh, ja. Okay. Das Geile an Frankfurt ist, da ist überall Tatort, glaub ich. Wenn du am Bahnhof aussteigst, sind alle so. Ich habe einmal in Frankfurt gedreht, mehrmals in Frankfurt gedreht. Und wir haben ja immer so, wir Schauspieler haben so Trailer, wo wir uns so umziehen und so. Das sind so Wohnwägen. Habe ich mich umgezogen, bin rausgekommen. Und da hat jemand in dem Außenspiegel meines Wohnwagens sich in die Augenhöhle was... Crystal Meth gespritzt? Das, ich weiß nicht, was es war, aber es war Augentropfen. Eine Spritze, genau. Genau. Ja, wenn du so trockene Augen hast. Ja, ja, klar. Das kann ich mir richtig vorstellen, wie du dann so vorbeiläufst. So, ach toll, Augentropfen. Ganz ist das so, wie wenn man in den Schuldienst versetzt wird und die sagen dir dann erst wo und dann denkst du so, oh scheiße, Tatort Hückeswagen, aber dann ist es Tatort Frankfurt? Ja, du musst dich schon fragen, ob Tatort Hückeswagen. Ja, keine Ahnung. Tatort Hückeswagen, ist was passiert? Nein, gar nicht. Vorbei. Alle gesund, alle munter, keine Kriminalität, super. Und der Film, wo du mitgemacht hast, Im Westen nichts Neues, 4 Oscars, ja. Aber du warst nicht da. Ich war nicht da. Alter, wir gehen zum Fernsehpreis, da kannst du aber mal gucken. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hey, danke. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe auch einen Fernsehpreis. Weißt du, was mein Vater zum Deutschen Fernsehpreis gesagt hat? Aber ist ja nur nominiert. Weißt du, was meine Mama gesagt hat, Deutscher Fernsehpreis? Oh. Was ist das? Gestern lief ja bei ProSieben die Super-Duper-Show. Ist das so? Und da erfüllte ja die Wünsche von Kindern. Ja, richtig. Kannst du gut mit Kindern? Oh ja, ich kann sehr gut mit Kindern für eine halbe Stunde und ab der 31. Minute gehen sie mir sehr auf den Sack. Klar, dass die Show 2 Stunden geht, ne? Ja, diese Kinder waren schon ein bisschen älter, 8, 6, 9 und so. Also ungefähr seine Größe, okay. Genau. Aber ich bin 1,74. Du hast ein Sitzkissen, damit man dich sehen kann. Du bist 1,74? Sei du mal ruhig, Alter, der sitzt im Auto so. Hey, hey. Der ja. Özcan, deine Größe ist echt nicht normal. Ja, in deinem Opel Corsa. Warte, ich steig ins Auto. Halt deine Fresse. Basti.